Hallo? Okay, jetzt? Jetzt, ja, besser. Okay. Das ist ein Scheiß hier. Ich weiß nicht, wie viele Mal ich den Knopf da gedruckt habe, aber okay. Okay, jetzt hat's geklappt. Wie soll ich dich nennen? Diego oder Poco Ich denke, Diego ist okay, Apoco? Ist ja. okay, okay. Dann gibt es Themen, die du auf keinen Fall, oder nee, Themen, die wir unbedingt besprechen sollten, die du gern drin hättest? Ja, zu dem Thema. Ich weiß nicht, ob du es weißt. Ich hatte ja für Wikimania hatte ich was eingereicht. Ja. Ich wollte nämlich, also es ist so, ich mache derzeit Streik. Ich streike seit mehrere kennen die Bilder mehr hoch. Und in meiner User-Page steht auch warum. Okay, ich Und diese sag's. Themen wollte ich in Wikimania. Das habe ich gelesen. Was anderes ist, ich habe gerade eine Okay. total schlechte Tonqualität. Hast du vielleicht ein Headset? Ja. Moment. Ja. Okay, was ich auch machen kann, ich kann von, weil also WLAN weiß man ja nie, wie das so läuft. Was ich machen kann, ich kann auf 4G umsteigen. Also ich kann mein WLAN ausschalten. Vielleicht ist es auch damit, also in der Regel ist die Qualität auch besser. Okay. Das mache ich. Also. Besser? Das ist besser, ja. Alles klar. Okay, jetzt habe ich ein Handset am Mann. Ja, über das Thema möchte ich reden. Also ich bin jetzt auch ein bisschen enttäuscht, weil das Thema wurde in Wikimania nicht angenommen. Ich habe von Martin Rolls mitbekommen, dass ganz wenige Community-Themen angenommen worden sind. Es sind also wieder meistens irgendwelche Themen von der Stiftung, die vielleicht ganz nett sind, weiß ich nicht, aber nicht sag mal, die Schmerzen der Community adressieren. Also diese Gründe, warum ich streike, würde ich gerne besprechen. Okay. Gut, Gibt dann. es noch? Und gibt es Themen, die du unbedingt besprechen möchtest Genau, oder was? genau. Ich werde zu Anfang so einen Einleitungsspruch sagen. Dann werde ich sagen, stell dich doch mal vor. Dann sagst du ein paar Worte über dich und dann kommen wir ins Gespräch. Ich werde irgendwann dich nach deiner Motivation fragen. Das ist die eine Frage, die ich immer Ja. stelle. Und die zweite Frage, die ich immer stelle, ist, was würdest du tun, wenn du König der Wikipedia wärst? Was wäre dein erster Befehl? König. Okay, Okay. ja, okay. Gut, Alles klar. dann können wir eigentlich schon anfangen, ja? Ist das okay? Jo. Gut, dann baue ich jetzt noch 2 Sekunden Pause, damit ich das Rauschen dann rausfiltern kann und dann geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki Stammtisch. Heute zu Gast Diego Delso. Hallo Diego. Hallo Sebastian, grüß dich. Grüße aus Berlin, du bist in München. Genau, In München. München, okay. Stell dich doch mal vor. Hallo zusammen, Diego Delso, vielleicht bei vielen eher als Poco a Poco bekannt. Das ist so ein Spruch auf Spanisch, heißt sowas wie Schritt für Schritt. Das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Also ich kann schon mal hier gleich loslegen, in der Wikimedia-Welt Geduld zu haben. Poco a poco heißt sowas wie, okay, nimm's locker, gib dir Zeit und versuche nicht alles sofort zu tun oder zu ändern.
Es war auch de facto so, ich hatte einige Usernames versucht, aber die haben nicht geklappt. Dann habe ich gleich gedacht, okay, sehe ich schon, das wird hier dauern. Also ich muss mir hier Zeit nehmen. Dann habe ich dieses Poco a Poco versucht und dann hat es geklappt und so ist es geblieben. Genau. Ja, genau. Ich bin in München, ich bin aber kein Münchner, ich bin Spanier. Ich bin vor 43 Jahren geboren, an der schönen Küste da im Mittelmeer, in Alicante. Bin ein bisschen in Spanien rumgekommen, bin im Baskenland aufgewachsen, in Saragossa habe ich studiert, also Gymnasium und Studium an der Universität Saragossa, Elektrotechnik habe ich gemacht. Aber meine Familie stammt aus einem kleinen Dorf in den Bergen in Kastilien. Und das Studium war quasi zu Ende. Ich musste nur eine Diplomarbeit schreiben und dann kam ich auf die Idee, ins Ausland zu gehen. Und dann bin ich in Braunschweig gelandet. Und das war 98. Und das ist quasi fast 20 Jahre her. Ich bin nicht so lange in Deutschland gewesen. Ich war auch ein paar Jahre woanders. Ich war in Japan und in USA unterwegs, auch in Spanien. Ich bin aber so etwa Nettozeit, habe ich vorhin gerechnet, ich glaube 15 Jahre in Deutschland. Genau. Du hast dein Studium abgeschlossen in Braunschweig. Genau, die Diplomarbeit. Ich, was hast du das studiert? Das war Elektrotechnik. Okay. Ich musste dann, also die Diplomarbeit habe ich an der TU Braunschweig über, also bei Siemens eigentlich, Siemens Verkehrstechnik. Über die TU Braunschweig gemacht und dann musste ich das noch mitnehmen in Spanien, übersetzen, nochmal vorstellen und genau. Und dann kam ich halt nach Deutschland. Damit dein deutsches Diplom in Spanien anerkannt wird. Deutsches Diplom? Nee, also ja, ich meine, ich brauchte ja für mein Studium in Spanien ein Diplom. Habe ich in Deutschland gemacht. Mein Koordinator hat gesagt, nee, Deutsch nicht gut, Englisch nicht gut, muss auf Spanisch übersetzt werden. Okay. Hat sich ein bisschen hingezogen. Und dann war halt, ich war mit meinem Deutsch nicht so besonders glücklich und dann dachte ich mir, okay, ich muss mal zurück. Also nach der Diplomarbeit, nachdem alles durch war, habe ich gesagt, ja, ich gehe nochmal zurück, einen Intensivkurs. Und naja, so hat es ein bisschen angefangen. Ich hatte vormittags... Ja, ich bin da hängen geblieben. Das ist immer diese langfristige Sicht, hatte ich nicht unbedingt vor, hier zu bleiben, aber kurzfristig wollte ich nicht unbedingt gehen, weil ich mich wohlfühlte. Und diese mittelfristige Sicht hat sich jetzt jahrelang hingezogen. Das ist schon ein paar Jahre her, ja. Genau. Vielleicht nochmal kurz zu meiner Wiki-Erfahrung oder Wiki-Lebenslauf. Also ich war damals in den USA, ich habe da gearbeitet und dann hatte ich viel Wikipedia gelesen. Damals war es in den USA schon sehr verbreitet. Wann war das? Und 2006. Mhm. 2007 habe ich, also irgendwann habe ich auch, ich glaube, das war ein Artikel, das hatte was mit Spanien zu tun. Und der Artikel auf Englisch war okay. Aber der auf Spanisch war komischerweise schwächer. Dann habe ich, das hat mich motiviert, irgendwas dazu zu schreiben. So hat es ein bisschen angefangen. Also nach einem Jahr Lesen habe ich angefangen zu editieren. Und vor allem erstmal in der spanischen Wikipedia. Und da, also meine Erfahrung damals war schon ein bisschen anders. Also ich habe editiert 10 Tage lang und dann habe ich angefangen, Wartung zu machen. Was eigentlich bescheuert ist. Also das heißt, ohne dass ich die ganze Welt kannte, habe ich mir angefangen, alle Seiten, die neu erstellt worden sind, also diese New Pages, anzuschauen und gegebenenfalls mit Templates oder wie auch immer zu versehen. Also schon spannend. Ich habe viele Ohrfeigen bekommen von anderen, gerade von erfahrenen Benutzern, weil ich das nicht richtig gemacht habe, aber ich hatte irgendwie Spaß daran. Und dann relativ schnell, ich glaube, dass nach 2 Jahren bin ich dann Admin geworden. Parallel hatte ich auch in Commons
ab und zu Bilder auch hochgeladen. Ich glaube, die ersten waren so 2008. Und ja, dann habe ich quasi parallel in der spanischen, in der, ich wollte sagen deutschen, nee, in der deutschen nicht. Erzähle ich gleich warum. In der spanischen und in Commons hatte ich dann parallel relativ viel beigetragen. In der spanischen hatte ich auch viel geschrieben. Ich habe, glaube ich, inzwischen so 1200 oder 1150 Artikel, neue Artikel geschrieben. In Commons habe ich inzwischen, glaube ich, so etwa 17.000 Bilder hochgeladen. Meine Erfahrung in der deutschen Wikipedia war nicht so gut. Ich hatte mir ein paar Themen ausgesucht, also aus meinem Dorf. Da gibt es ein paar, ich sag mal, relevante Sachen. Und ich habe ein paar Artikel geschrieben, aber ich meine, mein Deutsch ist nicht so wie der von einem Muttersprachler. Das Problem war, ich meine, es ist auch natürlich okay, wenn dann Korrekturen gemacht werden, aber ich wurde etwa geschimpft und ich fühlte mich da irgendwie nicht wohl. Also dann habe ich gedacht, okay, ich meine, macht mir irgendwie hier keinen Spaß und wenn ich da, ich meine, meine Intention, meine Absicht war eigentlich, was zu helfen, aber das fühlte ich nicht so gewollt. Deswegen habe ich mich eher auf die Spanische und auf Commons konzentriert. Und in Commons war, genau, angefangen, Bilder hochzuladen, das war 2008. Und dann irgendwann, und das war für mich der große Aha-Erlebnis, habe ich eine Seite gefunden, das ist Quality Images. Und ich fand es sehr spannend, also ich bis dahin, das war 2011, ja, genau, Mitte 2011, bin ich auf diese Seite gestoßen und ich fand es sehr spannend, dass man Bilder hochlädt und sofort Feedback bekommt, ob die Bilder gut sind oder nicht. Ja. Ich habe natürlich am Anfang sehr viele Bilder hochgeladen, wo ich der Meinung war, ja, die sind toll, aber man suchte in dieser Seite nicht unbedingt die Schönheit, sondern eher Qualität. Ich habe nicht viele gesehen, die jetzt quasi neu dazu kommen und so viele Ohrfeigen bekommen und trotzdem da noch geblieben sind. Also bei mir, ich kann mir so etwa vorstellen, bei den ersten 100 Bildern habe ich vielleicht 15 durchbekommen. Alle anderen waren abgelehnt, aus irgendwelchen Gründen. Mhm. Und genau, das war die kritische Phase, wo ich wieder so auch dran denke, poco a poco. Also ich hab diese Kritik angenommen. Ich habe sehr viel gelernt. Gerade am Anfang ist die Lernkurve sehr steil. Mhm. Und ich bin da geblieben. Und seitdem mache ich da relativ viel. Also Wikimedia, also Quality Images, aber auch ausgezeichnete Bilder. Dann habe ich kurz nachdem ich Quality Images so mal mit Bildern bombardiert habe und ich einigermaßen sattelfest war, dann habe ich angefangen, mein Glück in diese ausgezeichnete Bilder zu versuchen. Mhm. Und das ist, ja, ich glaube, sehr gut gelaufen bis jetzt. Ich habe da sehr viel hochgeladen, sehr viele Bilder auch, ich denke mal, Qualitätsbilder sind jetzt 10.200 und ausgezeichnete Bilder sind das etwa 500. Aber in Commons, also überall in allen Wikipedias, in Commons sind das nur 430 Stück etwa. Mhm. Also du schöpfst deine Motivation schon nicht nur rein aus dem Hochladen, sondern du möchtest auch gutes Feedback kriegen. Meine Motivation ist eigentlich immer besser zu werden. Mhm. Ja, und genau, dieses Feedback ist dafür notwendig. Das ist schon eine spannende Sache. Also wenn du ein Bild oder deine Arbeit im Grunde genommen da hochlädst und um Feedback fragst, auch nach 10.000 Bildern gibt es Bilder von mir, die einfach nicht durchkommen. Also es ist in der Regel stimmt es auch. Also sehe ich ein, okay, so gut war das Ding nicht. Ja, also dieses und dann ich nehme immer etwas mit. Also man kann auch nach wie lange mache ich das? So 6-7 Jahren, man kann immer noch was mitnehmen. Hm. Und das ist also mein Anspruch ist Qualität. Nicht mehr, früher hatte ich sehr viele Bilder hochgeladen, ohne mir wirklich auch Gedanken zu machen, ob sie die besten sind und ob vielleicht mit zwei Bildern ausreicht.
Früher hätte ich vielleicht 10 hochgeladen, jetzt sind es eher wenige. Ich versuche, dass sie hochqualitativ sind. Ich versuche auch, dass sie sehr helfen, also den Projekt helfen. Es gibt zum Beispiel in der Wikimedia Spanien macht ein es gibt eine Art Projekt, da geht es darum, alle Gemeinden in Spanien mit einem Bild zu versehen. Das finde ich sehr interessant. Also eine Gemeinde könnte in Spanien so groß sein wie 10 Einwohner, also ein Dorf mit 10 Einwohnern, solange es einen Bürgermeister gibt und ja, und ein Rathaus, das rechtlich gesehen ist das eine Gemeinde und wir wollen, dass es für alle mindestens ein Bild gibt. Wie heißt und, dieses Projekt? Wie kann man das finden? Ja, gibt es nur auf Spanisch. Das Ningún Municipio Español sin Fotografía. Also keine spanische Gemeinde ohne Bild. In der spanischen Wikipedia könnte man das so finden, also PR, also Projekt, Doppelpunkt, N wie Nora, M wie Marta, S wie Spanien und F wie Hab's, ja. Nee, F wie Frank. Und Mexikaner. Nee, ich hab's doch das Falsche. In Mexiko gibt es das jetzt offensichtlich auch. In Mexiko, ja genau. Da gibt es einen Spin-Off davon. Haben Sie auch, Moment. Ja, ich bin jetzt vor dem Rechner. Ich schaue nochmal kurz. Da ist statt E ein V drin. Ja genau. Ningún Municipio Español sin Fotografía. Ich habe es, alles klar. Okay. Genau, ich finde übrigens solche Initiativen sehr interessant. Denn das Logo von Wikipedia, das ist eine Welt, die ist unvollendet. Und man hat auch den Eindruck, dass wir nie, also nicht nur den Eindruck, es ist so, es wird nie voll. Aber bei solchen Initiativen kann man gibt es schon ein 100%. Ja? Und das ist auch motivierend zu wissen, okay, wir hatten in 2015 hatten wir 2200 okay, Gemeinde ohne Bild, inzwischen ist es weniger als die Hälfte. Und man sieht schon, dass man da, ja, da ist, dass es Licht am Ende des Tunnels gibt. Das ist, genau, also das ist zu greifnah, ne? Das Ganze irgendwo zu erreichen. Genau, man hat sich ein Ziel gesteckt, was man auch schaffen kann. Immer so kleine Ziele, poco a poco dann halt, ne? Kann man das dann erfüllen. Ja. Genau, und da, das ist für mich, also ich versuche halt, also, ja, ich nehme das Auto und fahre zum Teil, an einem Tag habe ich auch 1200 Kilometer geschafft und nicht unbedingt auf Autobahn, sondern eher kleine Straßen, so früh morgens bis abends, bis die Sonne runtergeht und viele von diesen Gemeinden fotografiert. Genau, ja, also nochmal zurück, meine Motivation, ja, inzwischen ist eigentlich die Qualität und dass die Bilder wirklich dem Projekt auch helfen. Und ich glaube, in diesem Fall ist es klar, jeder möchte, dass eine Gemeinde irgendwo fotografiert ist und dass es für jede Gemeinde ein freies Bild gibt. Also ich finde das Ziel des Projekts eigentlich lobenswert. Ja. Das heißt, ein so ein Übersichtsbild wäre das. Das wäre jetzt, es gibt ja in Großbritannien das interessante Projekt, wo von jedem Kilometer ein Bild, glaube ich, oder jeden Quadratkilometer ein Bild, dass man irgendein Bild dann hat, einfach in die Gegend fotografiert. So. Na, okay. Das ist auch ein Ansatz, nicht. Ja. Auch ein Ansatz. Muss ich mal raussuchen. Ja, aber ein Übersichtsbild. Ich habe das auch oft, das ist von kleineren Orten, da gibt es dann halt ein Bild von der Kirche oder so, ne? Das gibt es dann schon, aber so ein Ortsbild ist schon was anderes als nur ein einzelnes Gebäude. Oh ja, nee, in dem Fall ist es sogar so, wir haben gar kein Bild. Also natürlich, gar kein Bild, nichts. Manchmal, also und es zählt auch nicht, ab und zu haben wir Bilder von einem Objekt, das man in einem archäologischen Ort in der Nähe gefunden hat, also das zählt nicht. Aber eine Kirche, ein Bild von einer Kirche würde schon zählen. Also wir reden von Gemeinden, die nicht einmal das haben. Sie haben nichts. Aber es ist schon lustig. Ich meine, ich bin da mit dem Auto unterwegs und
da kommt auf einmal jetzt ein Besucher. Ich meine, das ist, sie kriegen wahrscheinlich die 3-4 Besucher die Woche. Einmal kommt Reinigungsdienst, einmal kommt vielleicht die Versorgung jetzt von Gas oder so. Solche Leute, und auf einmal kommt so ein Unbekannter mit einer Kamera, und die fragen schon, ja, wo kommen Sie her und was machen Sie da, warum und was wollen Sie mit dem Bild machen? Ist schon lustig. Das kann ich verstehen. Ich bin schon mal verscheucht worden aus einem Ortsteil, einem Dorf, was in Berlin eingemeindet ist, wo der ganze Ortskern unter Denkmalschutz steht, und ich ging so die Straße entlang und fotografierte die Häuser. Gerade die, die auch benannt waren im Denkmalschutz, und da kamen Leute aus ihren Häusern und verscheuchten mich. Die wollten nicht, dass ihr Haus fotografiert wird. Achso, nee, okay, in dem Fall bei mir weniger, dass sie es nicht wollten, aber sie waren sehr neugierig. Sie wollten wissen, ja, was ist, was wollen sie? Ich meine, nehmen sie davon, ja, weg hier, sondern dieser, ich meine, passiert vielleicht einmal, ich meine, wie gesagt, Bilder von diesen Orten gibt es kaum. Und kein freies. Also das Schöne ist auch, wenn man in Google diesen den Ort sucht, dann kommt irgendwann, wenn Sie das checken, dass das Bild da ist, dann kommt auch das Bild von dem Ort. Also es ist schöner als nur diesen Ausschnitt von Google Maps. Ja. Das hat mich jetzt beschäftigt. Ansonsten, ja, ich reise sehr viel und ich versuche da, wo ich bin, auch halt gute Bilder zu machen. Ich habe mir vorgenommen, dass zumindest in jedem Land, wo ich war, dass ich ein ausgezeichnetes Bild bekomme. Also da sind, ja, es sind viel, also ich musste jetzt mal schauen. Aber ich hab da, meine Bilder sind recht gut kategorisiert bei Google, bei Commons, und ich habe inzwischen, mal schauen, wie viele das sind. Oh, kann ich jetzt sehen. Oh Mann. Ich glaube, ich habe so etwa 20. Ah, hier. Ich habe 78 Kategorien, also 78 Länder. Und ausgezeichnet sind das. Ah, 45 Länder. Von 45 Ländern. Also das heißt, ich war in 30 Ländern, wo ich kein ausgezeichnetes Bild bekommen habe. Zum Teil sind das Länder, wo, sagen wir mal, wie gesagt, auch bevor ich diese Quality Image Seite gefunden habe, dann war ich nicht so bemüht, hochqualitative Bilder zu machen. Und in der Zeit hatte ich einige Länder besucht, die ich bis jetzt nicht nochmal besucht habe. Das, ja. Heißt, fährst du in die Länder, um zu fotografieren? Ja, ich mache zum Teil auch Fotoreisen. Letztes Jahr zum Beispiel, das war so eine Route: Iran, Aserbaidschan, Armenien, Georgien und dann noch eine Nacht in Moskau und zurück. Ja, manchmal habe ich mir sogar in 3 Tagen habe ich so viele, 4 Länder besucht. Oder noch schlimmer war es einmal 2015, ich glaube, da habe ich in 5 Tagen 8 Länder gemacht, so Balkanländer. Ich meine, ich kann mich in einem Stadtviertel von Berlin kann ich einen ganzen Tag zubringen und dazu fotografieren, und du machst gleich 4 Länder. Was machst du da für Fotos? Hast du eine Kamera, die ganz schnelle Bilder macht und dann im Vorbeigehen so schnell einen Schuss? Oder nee. Ich plane schon relativ, also ich gebe mir Mühe mit der Planung. Das heißt, wenn ich weiß, okay, ich werde das und das und das besuchen, dann schaue ich mir die Länder an und auch die Gegend, wo ich sein werde, was gibt es da für Sehenswürdigkeiten.
Zum Teil versuche ich auch, also manchmal, wenn ich dann ein Motiv sehe, das mir sehr gut gefällt, dann schaue ich mir die Bilder an und entscheide auch, wann ich am besten da sein sollte. Also kurz vor Sonnenuntergang oder am liebsten morgens. Ach, das spielt Solche auch eine Sachen, Rolle. das, Aha, okay. ja, damit das Licht auch passt. Also manchmal, ich meine, keine Ahnung, wenn es darum, also ein Gebäude typischerweise ist es am liebsten auch, wenn du die Fassade auch erwischt. Und die sollte vielleicht nicht unbedingt im Schatten stehen. Und wenn das halt nur morgens geht, dann muss ich halt morgens da sein. Aber ich plane schon relativ, ich meine, ich habe da meinen Plan, jeden Tag, ja, Datum, was ich genau mache, also und wo ich schlafe. Und sowas, ich habe sowas auch jetzt gemacht, also ich werde in Wikimania dabei sein, in Montreal. Und dann will ich weiter nach Yukon, also Nordkanada und Alaska. Schon alles geplant, jeden Tag. Jeden Tag. Und du fährst und du siehst auch alles dann immer nur mit dem Auto, was heißt nur, aber du siehst Nee, es mit nee, dem Auge des Fotografen oder nimmst du eigentlich noch die Gegend wahr? nee. Ich versuche, also das ist also das Lustige und das Spannende. Du läufst, also du hast vor, ein Motiv zu fotografieren, du fährst dahin, aber auf dem Weg entscheidest du zwei andere Motive, die vielleicht sogar noch viel schöner sind. Oder ich meine, das ist diese Glückssache, ja, du bist vielleicht jedenfalls zu richtigen Zeitpunkten am richtigen Ort. Und also es ergeben sich viel mehr Bilder und viel mehr coole Bilder, als ich vorhatte, sage ich mal. Das ist immer das Spannende. Du weißt Genau, nicht, was kommt. aber dazu gehört ja auch, dass du mit dem Equipment dann auch vor Ort bist. Ja. Ja, also ich schleppe meine Kamera schon, also ich glaube Kamera plus Objektive, das sind so, ich packe alles in einem großen Rucksack, da sind so 7, 8 Kilo. Ah, gut, wenn Laptop dazu kommt, dann sind das vielleicht 10, 11 Kilo. Ja, das Ding habe ich manchmal getragen den ganzen Tag lang. Und wenn ich da viel laufe, dann könnte es auch 15 Kilometer sein. Aber das merke ich nicht. Also wenn ich fotografiere, dann also ich ja, also erst am Abend merke ich, oh, das war viel Laufen. Und aber in dem Moment, wenn ich dabei bin, dann tue ich mir die Füße nicht weg oder der Rücken. Ja, das spielt keine eigentlich. Mein Körper nimmt es nicht wahr. Erst wenn ich runterkomme im Zimmer, dann ja, merke ich schon. Aber dann Das kann ich ausruhen und dann der nächste Tag geht wieder los. heißt, das ist einfach auch so ein Glücksgefühl, was du hast beim Fotografieren schon. Auf jeden Fall. Ja. Und dann spannend ist es natürlich auch, wenn du später die ganzen Bilder da vor dem Bildschirm zu Hause schaust. Und ich meine, in der Regel freust du dich, ja, es ist wirklich schön. Manchmal sagst du, oh Scheiße, was ist da passiert? Ich habe es irgendwie verbockt. Das kann auch sein. Ja, aber wenn man sich gut vorbereitet, glaube ich, dann eher selten. Am Anfang häufiger, ja. Ja. Ja, es macht Spaß. Wovon lebst du? Ich lebe von meiner, also von Bildern, Fotografie und so weiter, lebe ich definitiv nicht. Ich habe eine Seite auch, also die sieht sehr rudimentär aus. Das ist delso.foto. Da habe ich sogar, da biete ich quasi an, dass ich meine Bilder, also meine RAW-Dateien bearbeiten kann, so nach Wunsch von Kunden oder dass ich da irgendwo. Das ist natürlich auch wichtig, wenn ein Ort keine schönen Bilder hat, dann sehe ich schon dein Geschäft, eine Geschäftsidee, dass man sagt, okay, man schickt einen Fotograf dahin, man macht ein paar coole Bilder, möglich auch mit einer freien Lizenz. Die packt man dann, also die lädt man hoch in Commons und wenn es keine guten Bilder gibt, dann werden sie auch im Artikel oder sollte sie in Artikel aufgenommen werden. Und die Leute, die diesen Artikel sehen, dann sagen sie, oh, das wäre ein Besuch wert. Aber all diese Sachen, nee, da hatte ich nie wirklich was damit verdient. Es ist ab und zu kommen Anfragen, und dann biete ich um eine Spende an Wikimedia Spanien. Das ist alles, was ich mache. Was ich sonst, also ich bin Ingenieur,
Elektrotechnik und ich arbeite in einem großen Automobilkonzern mit Hauptsitz hier in München. Du hast auch nie vorgehabt, Fotografie zu deinem Beruf zu machen? Bis jetzt noch nicht, jedenfalls. Das ist schwierig. Ich habe einen sehr guten Freund von mir in Spanien, der hat es gemacht, der hat es gewagt. Der hat auch, ich meine, seine Argumentation war auch schlüssig. Der meinte, okay, ich versuche es jetzt 6 Monate lang mit allen Kräften. Also ich werde alles dafür einsetzen und schauen wir, was passiert. Wenn es dumm läuft und nicht klappt, dann kann ich zurück als Ingenieur nochmal arbeiten. Und wenn es klappt, dann mache ich das, was mir Spaß macht. Und es hat funktioniert. Also ihm ist es gelungen. Der hat da viele Auszeichnungen bekommen und macht auch relativ viel Geld da mit Reisen. Also der organisiert Reisen mit Amateurfotografen und die sind da in wilden Orten überall auf der Welt. Also der reist, der macht Bilder, macht was er will und verdient auch damit gutes Geld. Den Schritt habe ich nicht gewagt. Ich meine, ich muss sagen, mein Job, der ist auch gut. Also ich habe relativ viel Freizeit. Also ich kann im Grunde genommen viel machen. Ich habe viel, viel freie Zeit, das zu tun, was ich mag. Die Arbeit an sich macht mir auch Spaß. Also es geht vor allem um Planung wieder. Dann auch mit vielen, also es geht darum, vieles mit vielen Leuten abzustimmen. Also es geht zur Planung von Antriebs, also es ist eine Arbeit in der Entwicklung von Antrieben, also Hybrid, Elektroantriebe, aber auch konventionelle Antriebe. Und diese Umfänge sind relativ komplex und da muss man vieles koordinieren und planen. Das, was ich tue, das macht mir Spaß. Also mein Freund damals, erstens, der hatte damals in Australien gearbeitet und die Firma machte dicht, beziehungsweise sie haben viele Leute abgebaut und dann hat er auch eine gute Abfindung bekommen. Das heißt, der Träger war da und der war auch nicht so überglücklich. Ich bin eigentlich zufrieden, so wie es heute ist. Also ich finde die Balance auch gut. Arbeit macht Spaß und ich habe relativ viel Zeit, auch sehr flexible Zeiten. Ich kann fast im Grunde genommen fast frei nehmen. Also solange die ich meine Ziele erreiche, dann kann ich relativ viel Freizeit nehmen. Es gibt schlechte Zeiten, wo ich weiß, okay, in dem Monat werde ich nicht fotografieren können. Ich bin voll mit Arbeit beschäftigt. Am Wochenende komme ich quasi eigentlich runter. Aber es gibt auch, in der Regel kann ich die Arbeit sehr, sehr flexibel teilen. Ja, das hat mich, das war auch einer der Gründe, warum ich mit dir sprechen wollte, herauszufinden, wie du deinen enormen Zeitaufwand, den du da reinsteckst, wie das geht. Weil, wenn man Vollzeit arbeitet, ist man vielleicht zu geschafft, um sowas zu machen. Und ich habe mit vielen Vielarbeitern gesprochen, die sich entweder verbraucht haben, die auch ihre Arbeit gefährdet haben, oder die anders finanziert wurden, indem sie halt Student waren oder eine Rente bezogen haben. Okay. Bei dir ist es halt, dass du eine Arbeit hast, die dir das erlaubt, das zu tun, was du da möchtest. Ja, ich meine, es ist eine Vollzeitarbeit. Also die Arbeitszeit kann ich relativ flexibel teilen. Das ist nicht das Problem, aber immerhin eine Vollzeitarbeit. Zum Teil ist es nicht nur Vollzeit, sondern muss mehr tun. Da muss ich jeden Tag vielleicht noch 1-2 Stunden draufpacken. Trotzdem schaffe ich es, meine Reisen, meine Bilder, ich meine die Bildverarbeitung, das ist auch sehr zeitintensiv. Ich muss, also wenn ich zum Beispiel einen Tag unterwegs bin und, keine Ahnung, 300 Bilder schieße von irgendwelchen Gemeinden, dann brauche ich in der Regel vielleicht 10 Stunden, also genau oder noch länger brauche ich, um die Bilder zu sortieren, die zu bearbeiten, zu verbessern, zu schneiden, zu die Perspektive zu korrigieren, vielleicht die Kurven anzupassen. Ich muss, da muss ich noch alles richtig benennen, hochladen. Bei mir kommen ein Haufen Kategorien dazu. Das ist, also alles zusammen ist mehr Aufwand, als die Bilder zu machen. Ja, das stimmt.
Und dann sind nur die Bilder da. Das heißt, eigentlich müsste man die Bilder, also wie gesagt, ich lasse es wissen und möchte die Bilder auch als Qualitätsbilder nominieren. Aber auch möchte ich, und das ist übrigens problematisch, dass die Bilder auch eine Verwendung haben, dass die in den Projekten verwendet werden. Das ist schwierig. Also wenn ich darauf jetzt, wenn ich das Thema kurz ansprechen kann, meine Motivation eigentlich, was jetzt die Zusammen, also die der Zusammenarbeit mit den Projekten angeht, ist im Moment sehr hoch. Ich habe da, also ich habe es war nie einfach, irgendwo in den Projekten mitzumachen, vor allem wenn man sehr viel macht. Vor allem natürlich auch noch, wenn man Administrator ist. Ja. In der spanischen Wikipedia hatte ich da schlechte Zeiten. Es war relativ stressig. Aber jetzt als Fotograf, es kommt so viel auf uns zu, im Sinne von, also Sachen, die ja auch den Fotograf entweder extra Zeit kosten oder Ärger kosten, oder auch die Tatsache, dass wir uns irgendwo ungeschützt fühlen. Ich kann vielleicht ein paar Beispiele nennen. Ich habe gestern in einer sehr wichtigen spanischen Zeitung, heißt ABC, das ist einer der, ich sag mal, Top 3, jetzt weiß ich nicht genau, wo sie liegen, haben sie einen sehr schönen Überblick, 10 Länder, wo man ruhig Urlaub verbringen kann. Boom. Das erste Bild war ein Bild von mir aus Island. Natürlich ohne Akkreditierung, natürlich ohne irgendwelche Hinweise, wo das Bild herkommt. Und ich kann hier schreiben, wenn ich mag, tut sich nichts. Also ich habe die Journalistin angeschrieben, ich habe die Redaktion von der Zeitung angeschrieben, da ist nichts passiert. Und das ist ein Thema, das mich auch belastet, weil, aber sollte auch der Bewegung belasten, denn wenn man die Bilder, also unser Ziel ist im Grunde genommen eine. Oder an Sinn vorstellen, sollten wir die CC-Lizenzen benutzen, damit die Lizenz, also Share-alike, ja, damit die gleiche Lizenz immer wieder verwendet wird. Und damit schaffen wir es, dass die Lizenzen verbreitet werden. Aber wenn keiner darauf achtet, dass die Lizenzen nicht frei sind, sondern sie gehen davon aus, die sind Allgemeinheit ist denn zur Verfügung, dann wird keiner auch wissen, dass es sowas wie ein CC BY-SA gibt. Und in dem Fall würde ich mir ein bisschen Hilfe von der Bewegung wünschen, dass sie uns zumindest eine Art Toolkit oder so ähnliches bereitstellen, damit wir in solchen Fällen auf diejenigen, die unsere Lizenzen nicht respektieren, dass wir auf die, ich sag mal, in eine professionellere Weise zugehen. Ich bin Ingenieur, ich habe keine Ahnung von Rechten, ich weiß nicht einmal, wie ich am liebsten eine Zeitung anschreiben soll, damit sie etwas korrigieren. Also ich kann es mit meinen Worten machen, ich meine, die Idee ist klar, aber wie ich das, vielleicht gibt es da Mechanismen, Ideen, Ansätze, das zu tun mit einer größeren Volksquote. Sowas vermisse ich von der Bewegung, dass sie uns da helfen, auch für unsere Rechte zu kämpfen. Aber es sind auch ihre Rechte. Und das ist ein Thema. Ein anderes Problem ist, habe ich vorhin angesprochen, eigene Bilder in den Wikipedia-Projekten zu platzieren. Das ist auch heikel. Denn nach außen sieht es so aus, oh, hier kommt einer, fügt hier ein Bild ein, ein eigenes Bild ein, ja, und will damit quasi, das ist eine Art Spam, ja, weil er will seine Bilder hier überall zeigen. Vielleicht gibt es es sogar auch, also ich habe alles gehabt. Ich hab sehr schlechte Bilder gesehen, ja, da kann man nicht von Qualität reden. Ich hab die ersetzt oder ich habe neue Bilder eingefügt und ich wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass das oder einfach rückgängig gemacht. Und ja, am Anfang bin ich darauf angesprungen und habe nach der Motivation gefragt, warum, weshalb. Ich habe erklärt, warum ich das tue, aber das hilft keinen. Also sprich, wenn du gutes Material in Wikimedia Commons hochlädst, erwarte nicht, dass andere Leute diese Bilder in den Projekten einsetzen, weil das wäre sehr wünschenswert.
dass nicht der eigene Autor das macht. Aber ich meine, es ist natürlich traurig. Ich meine, wenn du ein Bild in Wikimedia Commons hochlädst, das Ziel ist jetzt nicht nur, dass die Leute außerhalb das Bild nutzen, nämlich in der Regel ohne die Lizenz einzuhalten, sondern vor allem, dass man das Bild in den Wikipedia-Projekten verwendet. Aber wenn einer selbst das machen muss, dann sieht es schon doof aus, sehe ich ein. Und das ist noch eine Zusatzaufgabe, die auf den Fotografen dazu kommt, ja, und wofür man auch sich häufig Ärger bekommt. Ich habe eine Frage zu den Lizenzen. Was deine persönliche Motivation jetzt, nicht Public Domain deine Bilder einzustellen, sondern eine CC-Lizenz zu verwenden? Ja. Warum, genau. Warum machst du das? Warum? Weil es geht darum, ich brauche eine Lizenz, also mir macht nichts aus, wenn die Bilder für kommerzielle Zwecke verwendet werden, aber wichtig ist, dass die Lizenz beibehalten bleibt und damit, also viele Leute haben nicht einmal eine Ahnung, was eine CC-Lizenz ist, alle kennen diese All Rights Reserved oder sowas, aber nicht Copyleft oder also sie wissen nicht, dass es nicht alles schwarz oder weiß sein muss, dass es etwas dazwischen gibt. Und ich finde Share-Alike sehr wichtig, damit überhaupt diese Sichtbarkeit da ist. Also wenn der Share-Alike, also wenn der Hinweis tatsächlich in allen Bildern, so wie eigentlich es sein sollte, erwähnt wird, dann werden wir sehr weit kommen. Also dann werden diese Lizenzen tatsächlich von allen bekannt. Da werden sich viele überlegen, okay, diese Lizenz passt eigentlich zu mir. Also es muss nicht so restriktiv sein wie All Rights Reserved, aber ich könnte vielleicht von mir aus eine freie Lizenz, aber non-commercial oder wie auch immer. Es geht aber, und ich glaube, das ist auch für die Bewegung sehr wichtig, dass man diese Lizenzen kennt. Und dafür müssen sie halt erstmal so gelebt werden. Und wenn jeder unsere Arbeiten oder unsere Texte einfach so übernimmt, ohne die Lizenz, die ursprüngliche Lizenz zu nennen, dann kommen wir hier in der Bewegung nicht weiter. Also in dem Fall identifiziere ich mich mit der Bewegung. Wir wollen freies Wissen verbreiten und dafür sind diese Lizenzen sehr wichtig. Aber unser Ziel ist doch, dass die Leute das verwenden können. Und zwar auf eine einfache Art und Weise. Diese Lizenzen, CC-Lizenzen, sind komplex und schwierig. Die machen es doch schwieriger für die Leute, das nachzunutzen. Das steht doch eigentlich dann wieder unseren Zielen entgegen. Ja, ich kann dir auch sagen, wenn diese Lizenzen gar nicht eingehalten werden, wenn diejenigen, also ich habe sogar bei mir eine Rechnung gemacht. Ich komme im Internet etwa 130.000 Mal vor mit meinen Bildern. Und ich habe mir ein paar Stichproben gemacht, wie häufig jetzt, also ich nehme mir ein Bild einfach her, wie häufig wird der verwendet, mit richtiger Lizenz und ohne richtige Lizenz. Und das ist etwa 20% der Fälle richtig, also überhaupt etwas akkreditiert, also die Lizenz eher weniger. Und 80% der Fälle werden die Bilder einfach so hergenommen, ohne Rücksicht auf die Lizenzbedingungen. Das heißt, 80% der Arbeiten, die wir mit einer Freilizenz versehen, die werden einfach ignoriert. Also du weißt nicht, wo das Ding herkommt. Man geht einfach davon aus, okay, das hat jemand irgendwann gespendet. Aber du sagst, die Lizenzen sind komplex und die Leute werden werden die Lizenzen nicht verwenden. Ich kann dir sagen, das Problem ist auch ein anderes. Ich habe da die Nase voll, dass sowas passiert und dass keiner auch dagegen was unternimmt. Das heißt, wenn keiner diese Lizenzen nutzt, so wie sie es sollten, dann ist de facto meine Motivation sehr niedrig, überhaupt in Wikimedia Commons beizutragen. Weil das geht an den Zielen der Bewegung vorbei. Wir wollen die freies Wissen verbreiten und so schaffen wir es nicht. Deine Meinung ist also,
Entweder sollten wir gleich Public Domain machen oder wenn wir CC-Lizenzen verwenden, die auch durchsetzen. Genau. Aber nur mit einer, also Public Domain, ja, also ja, du bringst es auf den Punkt. Und durchsetzen, ich weiß nicht, warum wir da keine großen Interesse haben, das durchzusetzen. Es gab natürlich ein paar berühmte Fälle, aber das war jetzt nicht unbedingt ein, also so das mit den das Bild, dieses Selfie von dem Affen, aber das ist nicht unbedingt etwas, das uns jetzt hilft. Also, wenn du mich fragst, wir bräuchten vielleicht den einen oder anderen bekannten Fall, wo jetzt die Lizenzen der Fotografen von Wikimedia Commons vernachlässigt werden und dann kracht es einmal. Und ich glaube, damit werden vielleicht alle, auch die Journalisten von der Spanischen Zeitung, aber viele andere verstehen, dass nicht alles einfach da frei zur Verfügung steht, dass es auch eine gewisse Spielregeln gibt. Das wäre gut. So richtig kann ich es nicht. Also die einfache Lösung wäre ja jetzt aufzugeben und zu sagen, ach komm, und dann mache ich halt alles Public Domain, dann laufen wir keine Probleme mehr. Aber du willst gern, dass diese Lizenzen, CC-Lizenzen wirklich berücksichtigt werden. Das heißt, dass der Name angegeben wird und dass das nicht unter einer, dass die Lizenz nicht verändert wird. Das heißt, das Bild wird in irgendein Buch Nein, 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 reingetragen. noch mehr, noch wichtiger ist, die Lizenz muss auch angegeben werden. Es ist eine CC BY-SA Lizenz. Das muss angegeben werden. Das ist mir wichtig. Dass Ach auch so. die Lizenz, nicht nur den Autor, Ah, dass die Lizenz angegeben wird, damit auch die Menschen sehen, oh, was ist denn das? Eine CC Lizenz, was steckt dahinter? Heute passiert das nicht. Ich meine, unter den 20% der richtigen, in Anführungszeichen, Verwendungen von meinen Bildern, ich sage mal, davon vielleicht nur ein Drittel erwähnen die Lizenz. Also das ist ganz hinten, dafür sorgt keiner so richtig. Also klar, wenn die Lizenz nicht angegeben wird, dann kannst du nicht, nur damit, mit der Angabe der Lizenz, kannst du sicherstellen, dass die Arbeit mit der gleichen Lizenz veröffentlicht wird, dass es nicht verloren geht. Muss angegeben werden. Das tut keiner. Und ja, dann weiß ich nicht, wie wir jetzt mit dem Thema Freilizenz weiterkommen, wenn nicht einmal das Ding transparent ist, wenn die Leute es einfach nicht sehen, weil keiner sich die Mühe gibt, das zu tun und das anzugeben, wenn sie Bilder von Wikimedia Commons verwenden. ist eine komplizierte Materie, kann man jetzt so leicht nicht klären, glaube ich. Ja. Also das ist einer der Gründe, warum du zurzeit Wikimedia Commons bestreikst. Ja, das ist eins. Genau, ein Grund ist diese fehlende Unterstützung jetzt von der Bewegung, damit wir für unsere Rechte kämpfen können. Das ist ein Thema. Ich habe da in meine Benutzerseite von Commons habe ich alle anderen Themen. Das andere ist auch diese Streitereien oder wie soll ich sagen? Die Tatsache, dass es halt nicht gut ankommt, wenn ich meine eigenen Bilder in den Wikimedia-Projekten irgendwo einfüge, auch wenn sie gut sind, das spielt für viele keine Rolle. Aus Prinzip wollen sie, also wenn sie feststellen, oh, dieser Benutzer fügt was ein, oh, das ist sein eigenes Bild, das kann eigentlich nicht sein. Da kriegt man eigentlich keine große Hilfe von den Projekten. Ich weiß nicht, wie da eine Lösung aussehen könnte, Man muss das aber diskutieren, vielleicht ein Meinungsbild machen, würde ich jetzt so als schnelle Lösung empfehlen, und zu sagen, es ist vollkommen okay, wenn man eigene Bilder einfügt. Eigentlich überflüssige Diskussion, aber da offensichtlich gibt es mehrere, die da anderer Meinung sind, und da muss man halt drüber sprechen. ja, ich ja, vielleicht kann man, es ist auch ein bisschen schade, wir haben da in Wikimedia Commons, spendieren wir auch viel Zeit dafür, die Bilder, gute Bilder zu identifizieren, ne? Qualitätsbilder, ausgezeichnete Bilder, aber diese Bilder sind in den Projekten nicht bekannt. Ich sag mal, ich behaupte nicht, dass alle Bilder in Commons immer die besten Bilder sind, einen Artikel zu beschreiben, aber
aber es gibt sehr viele gute Bilder, ich meine zum Beispiel von irgendwelchen Monumenten, und du und die sind einfach nicht bekannt. Also man sollte das irgendwie transparent machen, dass zu einem gewissen Thema gute Bilder in Wikimedia Commons vorliegen. Und dass dann vielleicht die Projekte, also die Communities der Wikipedia-Projekte, vielleicht sich Zeit nehmen sollten, um zu schauen, okay, wo hätte ich gute Bilder und wo habe ich eigentlich keine guten Bilder in den Artikeln. Also ich weiß nicht, wie eine Lösung dazu aussieht, aber es fehlt an Transparenz. Es ist, manchmal habe ich festgestellt, ich meine, wir haben Bilder, zum Beispiel gestern habe ich festgestellt, Bilder von Bam, das ist so eine Festung in Iran, in der Nähe von Kemal, die wurde in 2003 wegen einem Adwebbing einfach zunichte gemacht. Mhm. Und ich war da letztes Jahr mit guten Bildern, und in den Artikeln sieht man nur das Ergebnis von dem Adwebbing, also nichts. Ja? Es ist nur ein Haufen Steine, das ist, was wir zum Teil in den Artikeln zeigen, aber inzwischen ist das Ganze wieder erbaut worden, und dazu gibt es auch gute Bilder. Und das ist ein Beispiel. Also es gibt, wie gesagt, gutes Material in Commons, das kommt in den Projekten nicht an. Hm. Das kennen die Leute nicht, das wird nicht transparent gemacht. Ich glaube, wir brauchen einen Mechanismus, das transparent zu machen. Und vielleicht kommt einer, vielleicht gibt es ein anderes Mechanismus, zu sagen, okay, die Bilder in diesem Artikel sind nicht gut. Und wenn beide Ansätze zusammenkommen würden, dann kann man vielleicht ein Wiki-Projekt in den Wikipedias einfügen, das halt diese Lücke schließt. Also Artikel mit schlechten Bildern plus gute Bilder zu einigen Artikeln in Wikimedia Commons. Mhm. Weiß ich nicht. Das, über solche Themen hätte ich gerne in Wikimania gesprochen. Mein Beitrag wurde jetzt, ich habe was eingereicht, als genau um diese Themen zu adressieren. So ich wollte das in eine Art Workshop machen, einfach mit vielen Leuten nochmal darüber diskutieren, was wir machen können. Aber das kam jetzt nicht durch. Schade. Ansonsten. Da. Also, ich hatte auch einen Vortrag eingereicht über Podcast machen, weil ich mich jetzt halt damit auskenne und das gern verbreiten will. Ja. Ist auch nicht angenommen worden, aber es gibt ja ein Barcamp-Teil, wo man das halten kann. Das wäre das eine. Und zum anderen findet ja im Vorfeld parallel zum Hackathon jetzt die Wikicon Nordamerika statt. Da kann man das vielleicht auch unterbringen. Okay, kenne ich jetzt nicht. Jetzt weißt du es. Ich hatte gesehen, man kann, da gab es die Möglichkeit, irgendwelche Vorträge noch zu halten, aber nicht eine Art Workshop. Ich weiß nicht, das, was du gemeint hast, könnte man auch so einen Workshop-ähnlichen Beitrag machen, oder? Ja, nee, es gibt, ja. Also ich glaube auch, das muss man, also das, wenn man eingereicht hat, hat man eingereicht. Man rutscht vielleicht noch nach, wenn das Programm irgendwie voll ist. Ich habe jetzt noch nicht geschaut oder weiß gar nicht, ob man schon sehen kann, welche Programme jetzt da angenommen wurden, welche Vorträge, welche Workshops. Aber es gibt noch einen freien Bereich, einen Open Space, wo man einfach sagen kann, einen Zettel hinhängen kann und sagen, ich werde am Samstag um 15 Uhr zu dem und dem Thema sprechen, und dann kommen die Leute so hin. Aha. Okay, schau mir an. Also das war okay. in auf den vergangenen Wikimanias war das schon so. In Mexiko war das schon so. Ja, und London gab es das auch. Okay. Bereite mal deinen Vortrag vor, weil das kann sein, dass du ihn doch halten kannst. Ja, ich hatte mir schon viele Gedanken gemacht. Also das könnte, okay, gut zu wissen. Vielleicht noch das ein anderes Problem, was wir hier derzeit haben, ist, dass es ist schwierig, Feedback zu geben. Also in diese ganze Bewertungsseiten, Qualitätsbilder, ausgezeichnete Bilder, im Grunde genommen, man kommt ständig dazu Streitereien. Mhm. Man gibt, also ich bin da ein bisschen. Ich scheue zum Teil da in ausgezeichneten Bildern Feedback zu geben, weil es immer, wenn ich das tue, dann gibt es nach ein paar Tagen schon wieder Ärger. Und dann gibt es Reaktionen, so Rache-Stimmen oder Gegenstimmen zu anderen Bildern, zu deinen Bildern, wenn man ein Bild dann nicht unterstützt oder so. Das ist auch schwierig. Also ich sag mal, das ist kein großer Beitrag, also die Harmonie, ein Harmonieprojekt ist es definitiv nicht, gerade in solchen Zeiten.
Da gibt es immer Streitereien, weil viele davon ausgehen, dass andere deswegen jetzt ein Bild ablehnen, weil es von dem kommt. Also Und das persönliche ist. Befindlichkeiten spielen da eine Rolle und nicht eine Ja. unvoreingenommene Sicht. Ja, zum Teil hatte ich sogar Fälle, wo man hat quasi versucht, mich zu diskreditiert, zu diskreditieren, indem man, also ein Benutzer hatte da ein Statement von mir benutzt und das außer Kontext gebracht und gesagt, der Benutzer Poco Poco, der ist rassistisch. Das hat mir wehgetan. Also es geht so weit, dass man versucht, jetzt andere zu vernichten, ja, oder ich sag mal, deren Ruf zu schädigen, ja. Und das ist, ich meine, ach, das tut weh, das ist schrecklich. Man könnte natürlich, der andere könnte natürlich behaupten, dass ich genauso agiere. Glaube ich nicht, also, aber ich weiß auch nicht, wie man das, wie wir dieses Problem, also wir haben das Problem nicht im Griff in dem Projekt. Würde ich auch gerne besprechen, wie wir sowas in den Griff bekommen können. Ich habe dazu keinen guten Ansatz. Das ist natürlich, wir spielen hier mit Gefühlen und das ist schwierig. Und last but not least, das Thema streng, also wie streng wir mit dem Thema Panoramafreiheit umgehen müssen. Ich war auch, und das war eigentlich das war der Tropfen, der das Wasser, der das Glas, das Wasser im Glas zu überlaufen gebracht hat, weil ich hatte ein Bild das war in Dubai, das war ein Bild von einem Kamel und einem Zelt. Und hinter dem Kamel gab es ein paar Gebäude von der Altstadt von Dubai. Diese Altstadt ist etwa 150 Jahre alt. Ich hatte aber natürlich jetzt kein, ich habe, also es liegt kein Dokument im Internet vor, wie alt genau diese Gebäude sind. Deswegen wurde das Bild von dem Kamel, sag mal, Hintergrundgebäude gelöscht. Also ich finde das sowas von übertrieben, dass wir auch da, ich meine, du bist ein Verbrecher, es sei denn, du beweist das Gegenteil. Und es liegt einfach keine Information vor. Und ich sage mal, für mich war das ein klarer Fall von der Minimi. Also sprich, diese Gebäude haben keine große Rolle gespielt in dem Bild. Die waren im Hintergrund. Es ging um einen Kamel und ein Zelt. Also so die Stimmung, so wie quasi in der Wüste. Aber die Diskussion war so absurd. Ich meine, stell dir einfach vor. Du gibst einen Haufen Geld und Zeit, qualitative Bilder zu machen. Die muss man dann auch fleißig und zeitintensiv zu Hause bearbeiten. Die lädst du hoch. Du musst noch einen Haufen Zeit damit investieren, da zu wissen, was ist was, also Beschreibung, Kategorien. Und dann möchtest du dann eine Bewertung der Bilder haben. Da kommst du ständig in solchen Problemen. Deine Bilder werden zum Teil auch werden als Löschkandidaten bezeichnet, weil in Dubai das dritte Gebäude im Hintergrund eventuell nicht alt genug ist. Ich meine, das ist feindlich alles. Das ganze Umfeld ist wirklich feindlich. Und meine Frage ist, warum sollten da gute Fotografen bleiben in dem Projekt? Warum? Ich meine, es ist klar, dass wir dafür kämpfen, also für das Freilizenz kämpfen, aber ich meine, zu welchem Preis? Ich könnte, also es gibt da viele Seiten im Internet, JT Images zum Beispiel, wo ich meine Bilder auch hochladen könnte, wo ich Geld dafür bekomme, wo die Rechtsabteilung von dieser Seite eingeschaltet wird, automatisch, wenn sie einen Verstoß der Lizenz identifizieren. Ja. Ich muss mich da, müsste mich um nichts kümmern. Ich kriege dafür Geld. Ich muss mich auch nicht mit anderen Benutzern da irgendwo streiten. Ich meine, ja, und meine Bilder werden ja richtig mit Einhaltung der Lizenz verwendet. Und bei uns, ich meine, das ist schwierig. Also eigentlich mein Traum wäre, dass gute Fotografen mich oder dass ein Teil der guten Fotografen von Seiten wie Flickr eigentlich in Wikimedia Commons beitragen, aber nach meiner Erfahrung, also ich sehe, das wird nicht passieren. Man muss ein sehr dicken Pelz haben,
um überhaupt da in dem Projekt mitmachen zu können. Und das hat mit der, ja, mit solchen anderen Seiten nichts zu tun. Also da gibt es keine Streitereien, zumindest kenne ich nicht. Ich bin auch in Flickr seit ein paar Jahren. Da gibt es so einen Streit nicht. Und da gibt es sogar die andere Variante, auch Geld für deine Bilder zu verlangen. Und da kommt auch einiges zusammen. Aber bei uns, was kommt, ist halt Ärger. Keine Hilfe, was die Einhaltung der Lizenzen angeht. Frustration, die Bilder von den Projekten zu verwenden. Ja, ich sag mal, heißes Pflaster für Fotografen. Mhm. Ja, okay. Ist so. Es ist erschöpfend, das Ganze. Mhm. Also ich sehe, dass du mit Leidenschaft dabei bist und gerne was bewegen willst und dich... Es passiert irgendwie nichts, es gibt keinen Hebel so richtig, wo man ansetzen könnte. Ich hatte im Wikipedia Kurier darauf verwiesen, wobei ich einen Umweg gegangen bin. Ich hatte das quasi im französischen Kurier gelesen. Dein Fall wurde da dargestellt und da gab es auch eine kleine Diskussion auf der deutschen Kurierseite, auf der Diskussionsseite davon, wo auf einiges auch eingegangen wird. Also das kann man nachlesen. Es interessiert schon die Leute. Also das ist nicht so, dass es den Ruf ungehört verhallt. Ja, ich hab's schon gesehen. Aber ich bin alleine hier. Das ist ja... Ich weiß nicht. Alleine. Ich fühle mich alleine, ja. Vor allem enttäuschend war halt, dass diese Probleme... Also ich hatte... In dem Beitrag, was ich angereicht hatte, hatte ich relativ viele Zustimmungen bekommen von Leuten, die Interesse daran hatten, aber das wurde nicht angenommen. Und das war wiederum so ein Fall, wo ich sage, okay, welche Themen sind eigentlich jetzt wichtig? Ich meine, wenn wir nicht dafür sorgen wollen, dass wir hochqualitätsbilder in Wikimedia Commons haben, dann was wollen wir aus Wikimedia Commons? Wollen wir da, weiß ich nicht, Selfies haben? Wollen wir da so spontane Smartphone-Bilder haben? Ich meine, das ist so stelle ich mir das eigentlich nicht vor. Mir haben viele Kollegen gesagt oder andere Benutzer, dass sie Bilder von mir gesehen haben und das war ein Grund für einen Artikel. Und das freut mich sehr. Ich denke, die Bilder sind verdammt wichtig, Artikel zu beschreiben. Und wir brauchen gute Bilder. Wir sollten den Fokus darauf setzen, dass diejenigen, die diese Bilder auch erzeugen können, dass die nicht weglaufen. Oder sogar, dass wir eine Atmosphäre schaffen in dem Projekt, damit mehr gute Fotografen zu Wikimedia Commons kommen und mit coolen Bildern da die Projekte versehen. Ich habe gerade gesehen, dass das Programm der Wikimania veröffentlicht ist. Ja, das wusste ich noch nicht. Ich habe hier drei angeklickt, die sind alle von Foundation-Mitarbeitern, die Vorträge. Scheint irgendwie so eine kleine Wolke zu sein, wo die... Hatte ich, ja genau. Vor 2 Wochen war ich in einem Vortreffen zu Wikimania in Berlin und das war auch die Aussage, dass auch Community-Themen sehr, sehr sparsam angenommen worden sind und vor allem wieder viele Mitarbeiter der Stiftung ihre Themen vorstellen können. Ja, weiß ich nicht, ob das der richtige Ansatz ist. Deine Submission ist auf jeden Fall noch da, wurde reviewed. Ich mache die mal in die Shownotes rein zu dieser Sendung. Unter wikistammtisch.de kann man die einsehen. Und ich habe mich auch schon eingetragen. Es sind 24 Leute, die das gern hören würden. Vielleicht sind ja unter den Hörern jetzt auch einige, die das interessiert. Die könnten dann auch noch ihren Namen darunter setzen. Ich dachte eigentlich, ich habe schon Feedback bekommen von den Organisatoren von Wikimania, dass dieser Beitrag nicht angenommen worden ist. Na, ich denke, ist quasi, wenn sich jetzt da ganz viele Leute dafür interessieren, dass man da durchaus noch was machen kann. Gehe ich mal davon aus. Schauen wir mal, sehen wir schon. Das war keine glatte Ablehnung. Das nette Feedback war sowas wie, es gibt sehr viele gute Beiträge. Auch dein Beitrag ist gut, deswegen ist es in die Warteliste gelandet.
Aber das war, ich habe später gelernt, das ist die Standardaussage. Das haben viele andere auch bekommen. Also es ist nicht so, dass man damit eine Chance hätte oder eine große Chance hätte, doch ins Programm reinzurutschen. Glaube ich nicht. Aber gut. Aber vielleicht schaue ich mir nochmal die Möglichkeiten, die du angesprochen hattest, dass ich trotzdem das Thema da im Rahmen von Wikimedia ansprechen kann Genau, oder wenn man die diskutieren kann. Programmseite aufruft auf wikimania2017.wikimedia.org, Ja. gibt es ein Programm und da ist in Raum 9 und Raum 8, das Open for Breakout Session steht da. Da kann man sich Ah vermutlich ja. eintragen. Okay, das kann jeder tun, oder? Das weiß ich jetzt nicht, das müsste ich mir jetzt erst anlesen, aber ich weiß, dass das Okay. in den letzten Jahren so war, dass man da einen Vortrag einfach anbieten konnte und dann ohne jetzt in das Programm aufgenommen zu werden. Okay, schau mir an. Da werde ich meinen Vortrag über Podcasts auch halten, denn ich suche immer noch Leute, die das auch gern machen müssten. Ich kann versichern, dass das technisch sehr leicht ist. Ich arbeite immer noch an der Anleitung, nicht weil es so kompliziert war, sondern weil ich so faul bin, komme ich da nicht so viel weiter. Aber es ist leicht und man hat einen super Kanal, eben Leute per Sprache zu erreichen. Da muss man sich nicht mühsam Texte durchlesen, sondern kann eben einfach nur zuhören und man hört die Leute auch selber, so wie dich, und hört deine Leidenschaft und hört deine Themen. Das ist schon sehr interessant. Ja, ich finde auch, also ich muss mich, also erstens, vielen Dank dafür, dass du an mich gedacht hast. Und ich finde diese Initiative auch eine coole Sache. Finde ich genauso. Also es ist, ja, macht dir auch Spaß, sieht Macht man mir auch auch. noch Spaß. Genau. Du bist ja nun ein erfahrener Fotograf und hast viele exzellente Bilder und teilst sicher auch gerne dein Wissen. Ich meine mich zu erinnern, dass du auch schon Vorträge gehalten hast. Was sind so die Grundtipps, die du einem Fotografen gibst? Sagen wir mal für Architekturfotografie. Die Grundtipps. Ja, also du hast ja auch gelernt, jetzt gute Bilder zu machen. Was ist denn ein gutes Bild? Also das eine ist auf jeden Fall, muss das Licht stimmen. Also das ist, was ich früher meinte, gerade wenn man jetzt Architekturbilder macht, ne, Fassaden oder so oder ähnliches, dann musst du dir überlegen, okay, wann macht es eigentlich Sinn, das Gebäude oder dieses Monument zu fotografieren. Das Licht muss stimmen. Also wenn man jetzt, also und das Problem habe ich auch häufig. Ja, manchmal, ich kann natürlich jetzt nicht jedes, also wenn ich mir an einem Tag 10 Motive vornehme, dann kann ich natürlich nicht alle 10 Motive genau zum besten Zeitpunkt erwischen, sondern ich muss manchmal einfach halt fotografieren, wenn es halt geht. Ja, aber das Licht ist schon sehr wichtig. Du brauchst natürlich auch eine Genau, Grund. noch eine Frage zu dem Licht. Wenn ich jetzt eine Ja. relativ glatte Fassade habe, sollte das Licht, dann stelle ich mich ja möglichst gerade davor, versuche es nicht schräg aufzunehmen, sondern möglichst gerade aufzunehmen, versuche auch die Kamera nicht zu kippen um die Längsachse, also nicht nach oben und nach unten, sondern auch das möglichst so gerade wie möglich zu halten. Sollte da das Licht von hinten oder von der Seite kommen? Ich würde wahrscheinlich das Gebäude nicht unbedingt von vorne fotografieren, sondern eher von der Seite. Und dann ist es auch natürlich gut, wenn das Licht so ist, dass ich auch ein bisschen die Textur von dem Gebäude sehen kann. Also vielleicht nicht unbedingt auch gerade, also nicht genau vor dem Gebäude. Aber es gibt natürlich, wenn ich vom Licht rede, ich liebe Bilder in der blauen Stunde. Also auch diese, also also die goldene Stunde, die blaue Stunde, auch diese Zeiten, also kurz bevor die Sonne runtergeht, da gibt es immer, meine, das ist ein ganz anderes Gebäude. Also das Gebäude sieht ganz anders aus, wenn du es im Schatten fotografierst, am Nachmittag oder wenn die Sonne rauf oder runter geht. Oder so in dieser blauen Stunde. Was wichtig ist natürlich, ist eine gewisse, also du brauchst Grundkenntnisse. Also auch mit dem Thema Fotografie musst du hartnäckig bleiben. Du brauchst erstmal einen Grundwissen, und das heißt auch viel fotografieren und dann später dir die Bilder anschauen, okay, was ist hier schiefgegangen? Ja? Wie gesagt, ein Projekt wie Wikimedia Commons, und ich hatte solche Beiträge auch in anderen Wikimanias gemacht. Und ich habe da zweimal habe ich das Thema, habe ich einen Beitrag gehabt nach dem Motto, ja, Wikimedia Commons als Lernplattform für die Fotografie. Denn die Meinung von anderen Leuten, ich meine, das ist, das, also das
ja, das eröffnet einen Horizont. Ich meine, wenn da kommen viele Leute auf Ideen, ja, warum hast du es nicht so oder so gemacht oder was hältst du davon, wenn ich meine, da kommt so viel Feedback auch, das hilft enorm. Und auch, also nicht nur jetzt zu deinen Bildern, du schaust dir die Bilder von anderen an und da kommt auch Feedback von erfahrenen Benutzern und das ist wirklich sehr, sehr wertvoll. Und ich meine, Gott sei Dank, wir haben immer noch sehr gute Fotografen bei Wikimedia Commons und da dieser Austausch, das ist wirklich sehr gut. Also ich behaupte mal, du lernst dreimal so schnell, wenn du dir diese Diskussionen und diese Anregungen anhörst und auch noch versuchst anzuwenden, als wenn du alleine fotografierst und nur alleine reflektierst, was gut am Bild war oder nicht. Das hilft sehr. Und wie gesagt, diese Grundwissen, das heißt sowohl von welchem Standort ich ein Gebäude zum Beispiel am besten fotografieren kann, aber auch das Thema Qualität in Wikimedia Commons. Und das ist, ich meine, ich habe auch viele professionelle Fotografen gesehen. Ihre Bilder sind keine Qualitätsbilder im Sinne von Wikimedia Commons. Also die Latte ist bei Wikimedia Commons relativ hoch. Und auch dahin muss man kommen. Du siehst, ich muss ehrlich sagen, am Anfang wurden meine Bilder abgelehnt mit irgendwelchen Problemen, die ich nicht einmal gesehen habe. Also du musst sogar mal einen Sinn entwickeln, die Probleme zu sehen. Dann musst du einfach lernen, wie man die Probleme fixen kann und dann noch die dritte Schleife, die Probleme vermeiden. Weil zum Teil, wenn die Perspektive, also wenn du zu nah zum Objekt bist, ja, auch bei, das ist häufig so bei Architekturbildern, es ist manchmal besser, einfach ja, 10 Schritte weiter nach hinten zu gehen. Dafür anstatt 50 Millimeter, dann nimmst du halt 35 und dann sieht das Gebäude natürlicher aus. Das habe ich auch gelernt. Das wichtigste Werkzeug des Fotografen sind seine Beine. Nämlich den richtigen Standort suchen. Ja, ich glaube, das ja, sehe aus, aber wie gesagt, und das habe ich vorhin gesagt und das meine ich auch. Zum Teil bin ich mit der Kamera an einem Tag 15 Kilometer rumgelaufen und versucht, also wenn ich jetzt ein faszinierendes Objekt finde, dann mache ich 3 Runden rumherum, bis ich zufrieden bin, wo ich sage, okay, das ist jetzt, ich habe jetzt von allen, habe das Gebäude oder das Objekt von allen möglichen Winkeln gesehen. Und dann lasse ich das locker. Dann bin ich der Meinung, okay, mal gucken, was ich daraus mache, später am Rechner. Aber ich habe es erstmal durch. Ja, ich denke, das sind also diese Grundsatzkenntnisse sowohl. Worauf achten die Leute, wenn jetzt Qualitätsbilder gecheckt werden, auf Comments sind am meisten? Dass das Licht stimmt, dass die Perspektive stimmt, hatten wir jetzt rausgearbeitet. Was ist noch? Lichter, also Perspektive, ja, also häufig ist es so, dass die Bilder nicht gut geschnitten sind. Also entweder gibt es da irgendwelche Elemente, die einfach stören und ablenken, die müsste man raus, oder man hat zum Beispiel, weiß ich nicht, ein Gebäude und nebenan gibt es eine Person und die hat man halb geschnitten. Dann sollte man vielleicht entweder ganz oder gar nicht schneiden. Solche Sachen. Also der Schnitt. Übliches Thema ist auch, aber da inzwischen gibt es Programme wie, oh sorry, das ist jetzt Ein guter das ist Tipp. kein Open Source Programm, aber jetzt das Thema, auch das, also ich denke, die Diskussion wäre fast auch ein Podcast wert. Verwendung von Lightroom. Lightroom ist natürlich ein kommerzielles Software von Adobe, aber es ist die Software, die mir erlaubt, am schnellsten also freie Bilder zu generieren. Deswegen nutze ich das auch und das Ding ist inzwischen auch so gut, dass das früher Probleme, die man früher selbst hätten fixen müssen, wie zum Beispiel diese chromatische Aberration, also diese farbige Halos. Meistens in den Ecken von dem Bild. Also so grün oder blau oder pink oder so. Das schafft heute das Programm einfach 95% der Fälle weg. Also die Qualität,
Also früher hätte man das machen müssen, selbst bei jedem Bild. Inzwischen ist die Software so weit, dass das Bild eigentlich per se hochqualitativ ist. Wenn man natürlich den richtigen Fokus setzt, wenn der Schnitt passt, wenn die Perspektive passt, auch das Licht. Aber es ist immer einfacher, sage ich mal, mit der richtigen Software gute Bilder zu erzeugen. Dazu kommen halt dann die Erfahrung, was ich meinte. Wenn du den, ich habe schon, keine Ahnung, ich habe vielleicht 15.000 Bilder gereviewt. Ich hab bei mir so mehr als 10.000 Bilder, sind Qualitätsbilder. Ich meine, nach so vielen Bildern, dann entwickelst du natürlich auch eine Erfahrung, das brauchst du auch. Also nicht, du brauchst nicht so viele Bilder, aber die Lernkurve am Anfang, die ersten 200, 300, das ja, die ist wirklich gut. Mhm. Die kann ich auch empfehlen. Nun gibt es Leute, die sagen, eigentlich ist das alles viel zu viel Aufwand und viel zu viel Getue, um qualitativ hochwertige Bilder. So gut müssen die gar nicht sein. In der Wikipedia sehen die ja auch schlechtere Bilder ganz gut aus. Ja, ich meine, das sind ja zwei Themen, die du ansprichst. Das eine ist, was macht man auf den Bildern? Geht es nur um Wikipedia? Also ich verstehe Wikimedia Commons als die größte freies Projekt von Bildern weltweit. Also die Idee ist, jeder kann sich daraus bedienen. Du hast ja natürlich keine Ahnung, wenn jetzt jemand von außerhalb kommt und diese Bilder hernimmt, was er damit machen will. Ich hatte Fälle auch oder Anfragen, die wollten Bilder für Plakate ausdrucken oder für irgendwelche Broschüre oder wie auch immer. Dann brauchst du natürlich jetzt die Sicherheit zu haben, dass wenn ich jetzt unter Qualitätsbilder etwas suche, dass die Bilder auch gut sind. Mhm. Ich sehe ein, ja, wenn ein Leser von Wikipedia einfach nur die Bilder in diesem kleinen, ja, so wie sie eingebettet sind in den Artikeln schaut, dann fällt es nicht auf, ob das gut ist oder schlecht ist. Aber es gibt schon welche, die wollen vielleicht irgendwelche Einzelheiten sehen, ja, an den Bildern, klicken drauf und vielleicht sogar auch auf Vollbild. Wie viele das sind, weiß ich nicht, aber ich mag sowas. Also wenn ich ein Bild sehe oder keine Ahnung, oder von einem Tier, dann möchte ich auch die Einzelheiten, also die möchte die Details sehen und das genieße ich auch. Mhm. Und ich glaube, das machen auch machen viele. Und wie gesagt, viele Leute, also da geht es nicht nur um Wikipedia, also ich habe hier eine Zahl, das überrascht vielleicht einige, meine Bilder werden ich glaube 20.000 Mal innerhalb Wikipedia, innerhalb der Bewegung benutzt. Und wie gesagt, ich schätze 500.000, 600.000 Mal außerhalb. Mhm. Das heißt, die größte Verwendung der Bilder erfolgt nicht innerhalb der Projekte von der Bewegung, sondern außerhalb. Ist toll, dass so viele deiner Bilder nachnutzen. Also als ich mal festgestellt habe, dass in der Online-Version der Encyclopaedia Britannica ein Bild von mir verwendet wird, das hat meine Brust vor Stolz anschwellen lassen und hat mich sehr motiviert, weiterzumachen. Ja, aber genau, das freut mich natürlich auch, dass die Bilder viel Verwendung finden. Ich meine, ich kriege jede Woche auch E-Mails von Leuten, die sagen, ja, ich habe dein Bild hier benutzt, ich schicke dir ein PDF oder ich meine, das freut mich schon, aber das ist ein Bruchteil von denjenigen, die Bilder verwenden. Die meisten, wie gesagt, nehmen die Bilder einfach her, achten nicht auf die Lizenz. Also wie gesagt, auch Journalisten, auch seriöse Editoren oder Zeitungen, und weiter geht's. Also machen Sie da keinen Kopf, und das ist da haben wir da keine Sichtbarkeit für die freie Lizenz, haben wir keine Sichtbarkeit für die Projekte. Und auch der Autor, in dem Fall ich, dann der kriegt auch für seine Arbeit, den er frei zur Verfügung stellt, auch kein, ja, kein nicht einmal einen Namen. Das ist schon, naja.
bedenklich. Was sind so die nächsten Projekte, die du machen willst? Nächsten Fotoprojekte? Projekte. Also wie gesagt, nach dem Wikimania bin ich dann in Alaska und Yukon unterwegs. Wir haben relativ wenige gute Bilder von der Ecke. Das war für mich auch eine extra Motivation, das zu tun. Ja, ich bin drei Wochen da unterwegs. Ja, nächstes Jahr geht es dann Richtung Afrika. Afrika ist eigentlich das Kontinent, was das. Also ich war in ein paar Ländern in Nordafrika, aber so Zentral- und Südafrika kenne ich nicht. Das habe ich jetzt vor. Und dann sage ich mal, dann bin ich erstmal, hoffe ich, bedient mit Reisen. Dann war ich quasi oder da wo ich eine Flagge hinstellen kann, dann sind sie relativ, die sind relativ homogen auf der Erde verteilt. Das würde mich dann würde mich sehr freuen. Ich glaube, in Afrika haben wir mit Afrika, ich habe da Länder wie Angola, Mosambike vor und da gibt es ganz wenig im Wikimedia Commons. Da gibt es einen Fleck im Moment. Auf welchem Kontinent warst du noch nicht? Auf keinen. Du warst an Ah, Antarktika? Antarktika. Ja. Antarktika, also wenn man das als Kontinent, nee, da war ich nicht. Ich war in Tierra del Fuego, ich war ganz unten. Aber nee, ich bin nicht rüber bis Antarktika gegangen. Ist klar. Nee, das Kann stimmt. ja noch werden. Ja, also ich fühle mich fit und gesund und ja, ich hab lustigerweise bei mir in meiner Benutzerseite in Commons habe ich eine Liste. Ich meine, du hast gefragt, ja, meine nächste Wiki, nächste Fotoprojekte. Ich habe hier eine Sektion über mich und da habe ich jetzt eine Sektion, heißt Places to See Before I Die. Und das sind, da gibt es noch einen Haufen Zeug. Also Antarktika ist übrigens dabei. In Afrika gibt es auch ein paar, drei Stück. Südamerika, also eigentlich noch überall. Und ob ich das schaffe, weiß ich nicht. Wann ich das schaffe, weiß ich auch nicht. Aber ich freue mich immer wieder. Also jetzt habe ich da drei Stellen quasi fett markiert, weil ich die jetzt in nächster Zukunft vorhabe. Das ist Alaska, das ist Yukon, also Nordkanada und Seattle. Da war ich noch nie. Und die habe ich jetzt quasi fett, weil ich bald da bin. Das freut mich. Und dann kann ich die auch streichen. Das ist ein gutes Gefühl. Ja Mensch, dann haben wir doch, nachdem du Sorge hattest, dass du gar nicht so richtig was zu erzählen hast, jetzt 1,5 Stunden Ja. rumgebracht. Zum Abschluss spiele ich immer ein Stück frei lizenzierte Musik. Du hattest erst eine Hardrock- oder Metal-Version von der Kamuna Burana rausgesucht, die ist leider NC lizenziert, darum konnten wir die jetzt nicht nehmen. Du hast Ja. dich jetzt für Waiting for Daylight von Cold Noise entschieden. Ist das eine Musik, zu der du eine besondere Beziehung hast, oder hat dir einfach jetzt nur gefallen? Hat mir gefallen, kannte ich auch nicht. Ich fand der Rhythmus sehr gut. Ich muss sagen, die Wahl war nicht so groß. Also ich habe mir vielleicht 50 Lieder kurz angehört und dann, also das hat mir einfach gefallen. Aber ich kenne zum Autor oder zum Hintergrund des Lieds kann ich da nichts dazu sagen. Alles klar. Hat mir einfach gefallen. Dann danke ich dir. Ich danke dir auch. Ach, Danke für deine Zeit. eine Frage Ja. fehlt noch. Die Frage, wenn du jetzt plötzlich König der Wikipedia werden würdest oder von Wikimedia, was wäre dein erster Befehl? König von. Von der Kon König von der Wikipedia oder von der Bewegung? Von der Bewegung. Bei dir ist Von es der die Bewegung. Bewegung. Ja, ich meine, ich habe ein Herz für Fotografie und ich habe hier einen Haufen Probleme, die ich derzeit sehe. Also ich würde zu meiner Audienz dann ein paar Kollegen, repräsentative Kollegen von Wikimedia Commons einladen, dass sie mir aus der Seele sprechen, was sie für Probleme haben und wie wir die Atmosphäre der
in der Bewegung, also in dem Projekt Wikimedia Commons verbessern können. Das würde ich tun. Mehr, ich finde den Ansatz jetzt gut, die Strategie jetzt von Wikim, von der Bewegung für die nächsten Jahre geht so in der Richtung. Aber jetzt natürlich, ja, man hätte es schlecht für die Fotografie, explizit da zu dem Thema ein bisschen mehr ich mal verstehen, wo die Probleme sind und wie könnte man die angehen. Und ja, das wäre meine erste Audienz. Deine erste Tat wäre also Demokratie einzuführen als König. Sehr gut. Ja, okay. Klingt gut. Ja, ja. Na dann, ich danke dir. Tschüss. Danke dir. Bis dann. Schönen Tag noch. Ciao. Noch eine Frage hinterher. Du hast mir ein Foto geschickt per Mail, aber das hat keine besonders gute Auflösung. Ist das irgendwie ein künstlerischer Effekt? Naja, ich meine, ja, das war jetzt, ich war in Bolivien da unterwegs. Also das Bild, was ich geschossen habe, der ist wirklich gut. Aber das war die Kamera jetzt von einem Freund von mir, der keine, sag ich mal, das Licht war sehr schlecht. Der musste da einen sehr hohen ISO-Wert nutzen. Es ist nochmal zurück auf deine Frage, deine Aussage vorhin. Reicht es aus, wenn es da als Thumbnail gut aussieht? Oder erwartest du, oder gehst du davon aus, dass die Leute da noch draufklicken und sich das Ganze anschauen wollen? Ich fand nur ein Porträt von mir langweilig. Okay. Aber ich hab dummerweise jetzt, wenn ich da unterwegs bin mit der Kamera und in solche Situationen, dann haben meine, also mit dem ich, mit dem Freund, mit dem ich häufig Urlaub mache, dann der hat keine so gute Kamera. Also ich kann so ein Bild nicht mit guter Auflösung anbieten. Ich könnte es schauen, vielleicht mit besseren Lichtverhältnissen. Das könnte ich schauen. Ja, nee, ich dachte nur, das wäre jetzt irgendwie durch das Mail-Programm verändert worden, dann ist es nicht so wichtig. Ist die Frage, ob dieses Bild, welche Lizenz das unterliegt? Die Bilder sind, ja, das Bild gibt es in Commons noch nicht. Kannst du es da bitte hochladen? Das wäre am besten, glaube ich, für mich. Kann ich machen. Dann steht da die Lizenz dabei und dann kann ich nichts falsch machen. Gut, dann danke ich dir, noch einen schönen Sonntag. Ja, auch danke. Die Sendung wird am Donnerstag kurz nach 10 online gehen. Am Montag erscheint noch eine andere Sendung vorher. Okay. Alles klar. Okay, ciao. Gut. Danke, ciao.